Verfällt der Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente, wenn nicht alle Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden können aufgrund von Terminengpässen beim Arzt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Jüngst hat das Sozialgericht in Dresden ein ganz interessantes Urteil gefällt, welches auch Auswirkungen auf die Beratungspraxis für Rentenberater und Rechtsanwälte hat, die sich im Bereich gesetzliche Rente, Erwerbsminderungsrente beruflich herumtun. Und zwar hat ein Versicherter eine EM-Rente beantragt und die wurde nur deshalb abgelehnt, weil die deutsche Rentenversicherung sagte, mein lieber Versicherter, du hast nicht alle Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft. Der Versicherte in dem Fall, den das Sozialgericht Dresden zu behandeln hatte, hatte eine psychische Erkrankung. Und der Versicherte wendete dagegen ein und sagte, ich kann doch nichts dafür, ich würde doch ganz gerne alle Behandlungsmöglichkeiten ausschöpfen, aber ich bekomme keine Termine bei den Ärzten. Das Dresdner Sozialgericht hat entschieden, und zwar zugunsten des Versicherten. Und zwar hat es gesagt, wenn der Versicherte eine psychische Erkrankung hat und seine Therapiemaßnahmen nicht erfüllen kann, hat er trotzdem einen Anspruch auf die Erwerbsminderungsrente. Und zwar aber nur als befristete Erwerbsminderungsrente. Die DAV hat konkret dem Kläger vorgeworfen, also das möchte ich auch nochmal sagen, dass er bisher weder eine fachärztlich-psychiatrische Therapie noch eine ambulante Psychotherapie oder eine stationäre oder teilstationäre Psychotherapie in Anspruch genommen hat. Deshalb sei dem Kläger vorzuwerfen, dass er die Erwerbsminderungsrente, die Erwerbsminderung de facto verursacht hat oder nicht beseitigt hat. Ja? Insofern hat er keinen Anspruch auf die Erwerbsminderungsrente. Und da hat das SG Dresden einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Deutschen Rentenversicherung hat gesagt, so geht das nicht. Die Dresdner Richter haben auch gesagt, natürlich darf die Deutsche Rentenversicherung den Versicherten auffordern, Eigenbemühungen anzustellen. Und auch eventuell unter der sogenannten fehlenden Mitwirkung einen Rentenanspruch zu verwehren. Aber immer nur dann, wenn es auch wirklich realistische Eigenbemühungen sein können. Das heißt also, die Deutsche Rentenversicherung darf den Versicherten auffordern und sagen, du pass mal auf, mach mal eine psychiatrische Behandlung im Rahmen deiner Möglichkeiten. Wenn der Versicherte aber kommt und sagt, ich versuche beim Arzt einen Termin zu bekommen und kriege keinen innerhalb des nächsten halben Jahres, dann kann die Deutsche Rentenversicherung natürlich nicht verlangen, dass ich dann, wenn ich in Dresden wohne, nach Berlin gehe und mir dort einen entsprechenden Behandlungstermin hole, sondern ich muss versuchen, dann in Dresden zeitnah Termine zu bekommen. Deshalb gilt folgender Satz. Der Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente kann nicht deshalb verwehrt werden, weil es keine zeitnahen Termine beim Arzt gibt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.